Grüß Gott, meine Damen und Herren, my dear ladies and gentlemen, I am speaking from Austria, in middle of Europe, the wonderful Austria country, abused and misused by this government, even daily. Today I want to report, but I will speak in German, I want to report about what happened today at the police station Dreiskirchen, and I have just to show you now very quickly about today is the 21st of July 2015, Tuesday. On the main site you see, and I'm reporting also about Austrian media, they are not willing to bring my cause official in TV. It means that we have to judge ministers, that we have to judge some inside the government, especially the justice, as also Ministry for Inner, and all these two ministries are the very important for the safety of all citizens in a state. I think everyone is agree with me. If these two ministries are not working, there is no chance to protect against crime. So, now I will talk in German. Also, meine lieben Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir haben ja eigentlich 2006 auch schon als Bundespräsident so zum Spaß einmal im Internet versucht zu bewerben. Das war aber wirklich mehr Spaß. Ich werde es jetzt offiziell machen. Und ich glaube, dass ich diese Stimmen, die man dazu braucht, anscheinend 2500 Unterschriften, damit man überhaupt antreten darf. Denn was hier auch stattfindet, nichts gegen Herrn van der Bellen, was wahrscheinlich von allen Kandidaten jetzt der für mich wahrscheinlich fähigste ist, weil er ja hoffentlich nicht mit so vielen Korruptionen zu tun hatte, wie natürlich ein ÖVP-Landeshauptmann Bröll. Herr Bröll, über Neunkirchen wurden Sie persönlich auch informiert, zumindest Ihre Sekretärin wurde gebeten, das alles weiterzuleiten. Es muss ja auch funktioniert haben, weil ich plötzlich dann auch mit dem Landeskriminalamt von St. Pölten und sonst noch wo verbunden worden bin, immer, wenn ich irgendwas gebraucht hätte. Ja, aber Faktum ist, wenn diese Behörde nicht arbeitet und Opfer und Aussagen von Opfern entweder gar nicht aufschreibt, gar nicht als Anzeige annimmt oder sogar die Wahrheit anfängt verdrehen, weil es ja gegen Kollegen geht. Ich finde das äußerst fragwürdig, aber es ist kriminell. Und deswegen werde ich so lange Reportagen machen, bis sie endlich aufwachen in Österreich, werter Justiz. Denn jetzt ist es Sache von Ihnen. Diese Willkür innerhalb der Bundespolizei, wo die Frau Minister Mikl-Leitner, die Frau Maria Fekta und auch der Vorgänger Ernst Strasser bis heute nicht gewillt waren in der Causa Lanecker. Und zwar nur in der Causa Lanecker, eine ordentliche schriftliche Stellungnahme abzugeben, die beweisen würde, dass der Herr Lanecker kein Wort gelogen hat. Und es Faktum ist, dass unter Kollegen scheinbar keine Anzeigen aufgenommen werden. Das ist eine Sache. Noch schnell über Dreiskirchen, nicht wahr? Weil eine Frau Minister Mikl-Leitner, die als Bundesministerin zuständig ist für diese Frage, tut ja jetzt gerade so, als wäre das Flüchtlingsproblem neu. Ich erinnere daran, da gibt es ja Baubescheide von Dreiskirchen und von diesem Erstaufnahmelager. Ich glaube, diese Baubescheide sind oft 10 Jahre alt. Da wird schon von massiven Mängeln in diesen Gebäuden gesprochen. Es ist eh alles sehr gut publiziert und ich finde es halt schon beschämend, dass Minister sich dann sowas wie selbst verherrlichen. Die Leistung bringt ja das Volk, bitteschön. Die Leistung bringt ja nicht irgendeine Spezie, der im Hubschrauber durch die Gegend fliegt, irgendwem die Hand schüttelt und sagt, na, wir kümmern uns ja drum. Na, da fliegen beim Sturm alles da vorne. Die Leute sind ja traumatisiert teilweise als Flüchtling. Und
müssen sich dann auch noch 4 Stunden zum Essen anstellen. Schon ein bisschen krass. Und ich meine, ich rede jetzt von Österreich, ich rede jetzt nicht von Afghanistan, ich rede jetzt nicht von Malawi oder sonst irgendeiner afrikanischen Wüste, wo man vielleicht Versorgungsprobleme hätte. Wir in Österreich schmeißen so viel Lebensmittel weg, ja, dass wir sämtliche Flüchtlinge Europas wahrscheinlich ernähren könnten. Ich weiß nicht, geht es dem Österreicher wirklich so gut, dass der Österreicher glaubt, er könne nichts tun? Ich sage es jetzt noch einmal, das wäre Sache des ORF, endlich zu berichten. Eine Bundesregierung kann man abwählen. Man kann sie sogar auflösen, indem man bei einer Wahl ungültig wählt und die Stimmen, die abgegeben wurden, konkret nicht ausreichen für ein Mandat und so hin eine Partei, das haben wir ja schon gehabt, nicht? Das ist ja, Sie sehen es ja, egal Stronach, Wurscht, wie diese ganzen neuen Abspaltungen in der Politik heißen, na, Politik ist super Geld. Wenn es um Verantwortung geht, ist keiner da. Wenn es aber darum geht, dass sie das Gehalt nicht bekommen haben, dann schreien alle laut. Ich möchte mal sehen, was passiert, wenn man einem Parlamentarier 3, 4 Jahre kein Gehalt gibt, alle seine Freunde einmal auffordert, nichts mehr für ihn zu tun. Was hier in meinem Fall passiert ist, ist ja sowieso. Also nochmal, die SS hätte Freude an solchen Leuten und solchen Mitarbeitern, weil genau so hat diese SS im Jahre 39 hier in Österreich praktiziert, nicht Hetze betrieben, Leute aufgehetzt, Familien gegeneinander ausgespielt, spioniert und. Das hier schlägt ja wirklich alles her. Ich meine, wenn man eine Gemeinde wie Dreiskirchen, gell? Eine Gemeinde wie Dreiskirchen schon in einer solchen Art und Weise überrollt und überfährt, weiß, dass man gesetzlich eigentlich ganz anders vorgehen müsste. Ich frage mich, wie kann es sein, dass Dreiskirchen wartet auf Geld vom Bund? Dann tun sie mal ihre bundeskorrupten Gelder ein bisschen woanders verteilen und tun sie mal diese Sachen zahlen und vor allem an Dreiskirchen. Das ist ja meine persönliche Aufforderung, Frau Minister Mikl-Leitner, Bundesministerium für Inneres, Pressesprecher vom Bundesministerium für Inneres, unlängst im Fernsehen gesehen, was der für Aussagen macht, das zeigt mir eigentlich schon, der hat ja nur Interesse an seinem Job und den nicht zu verlieren. Der hat doch kein Interesse für die Sicherheit Österreichs da zu sein. Und ich muss schon eines sagen, da geht es nicht darum, dass man generell einen Chef denunziert oder schlecht macht. Aber es geht darum, dass ihr euch, liebe Österreicherinnen und Österreicher, aus einem Sklavensystem endlich befreit, indem man euch bescheißt von oben bis unten, euch das Hemd vom Leibe reißt und dann noch kommt, ihnen gebrauchte Dinge gibt und sagt, schauen Sie, nehmen Sie, was wir alles für Sie tun. Widerwärtig, pervers, abartig. Ja. Es lässt sich in der deutschen Sprache wahrscheinlich kein Wort mehr finden, das wirklich der Wahrheit entsprechend diesen unglaublichen Dingen nahe kommt. Ich war heute vor einer Stunde am Polizeiposten Dreiskirchen. Das ist der Grund, warum ich jetzt eigentlich das Video mache. Nachdem mein Anwalt gesagt hat, ich brauche endlich schriftlich diese Anzeige, nicht? Weil die Polizei in Neunkirchen behauptet, sie hätten keinen Anruf bekommen, der im Übrigen auf Video ist. Liebe Polizei Dreiskirchen, 2012, 3 Jahre Verjährung, gewisse Offizialdelikte auch durch Polizeibeamte verjähren auch nach späterer Zeit nicht. Das heißt, jetzt rollen wir euren Verbrecherstadel da oben in Neunkirchen auf. Bundespolizei, Kommissariat oder Posten, Urbangasse, Nummer 8, glaube ich, ja? Neunkirchen. Ja, wie gesagt, ich gehe heute zur Polizei, Dreiskirchen, weil mein Anwalt mir sagt, na, er braucht da was Schriftliches, ich soll einfach noch einmal diese Anzeige machen. Ich hätte halt noch, und das habe ich auch dem Beamten gesagt dort, ich möchte eine Anzeige machen,
weil in mein Geschäft eingebrochen wurde, in meine Werkstatt eingebrochen, alles ausgeraubt, verwüstet, in meiner Wohnung wurde gewohnt und ich habe nach wie vor einen aufrechten Vertrag. Aber die Polizei in Neunkirchen behauptet, sie wissen von nichts, sie hätten keinen Anruf bekommen. Ich weiß nur eines, wenn heute einer anruft und sagt, da steht der Koffer, dann fahren schon 15 Hubschrauber hin. Seit wann ist es so, dass Sie heute, wenn jemand am Telefon bei der Polizei eine Anzeige machen will, nichts tun? Das kann es ja wohl nicht sein. Im Übrigen kann man ja bei A1 nachfragen, ob der Herr Lanecker im Februar dieses Gespräch mit dem Polizeikommando und Posten von Neunkirchen geführt hat. Ist ja alles sehr simpel. Man kann doch Beweise beschaffen, wenn man es möchte. Nur ist schon klar, die Polizei wird sich ja nicht selbst Beweise organisieren, die sie selbst belasten. Ich habe das jetzt eigentlich meinem Anwalt schon zum 100. Mal erklärt. Er müsse das endlich begreifen. Es geht in der Causa Lanecker schon lange nicht mehr darum, was ich in Wahrheit mache. Es geht in Wahrheit darum, dass die wirklich sowas von Panik haben, dass jetzt wirklich wahrscheinlich hunderte Beamte Disziplinarverfahren haben. Einige werden ein Strafverfahren haben wegen schwerer Amtsmissbrauch und Offizialdelikten im Zuge eines einer Amtshandlung. Dass meine Frau heute eine Persönlichkeitsstörung hat, die ein Leben lang anhalten wird und wahrscheinlich irreparabel ist, das ist auch die Folge von schwersten Nötigungen, auch durch die Polizei Neunkirchen, auch die Polizei Mödling. Um es jetzt noch einmal zu sagen, als Beispiel, man ruft die Rettung, die Frau ist unverletzt. Die Frau kommt in ein Krankenhaus und ist eine Stunde später verletzt. Obwohl es Zeugen gab, wie das Ganze entstanden ist, und obwohl meine Frau sogar am Gericht war, am Tag vorher, holt sich die Polizei Mödling meine Frau einen Tag nachher mit 1,5 Promille zu einer Einvernahme und sagt dann, sie soll unterschreiben, dass dieses blaue Auge und dieses Hämatom da von mir stammt. Worauf die Auftauchen mir ein Betretungsverbot geben. Meine Frau, mitten in der Nacht kriege ich einen Anruf, Autobahnraststation. Meine Frau läuft da oben auf der Autobahn herum und ich soll sie abholen. Irre, oder? Am 13.05.2014 und am 16.05.2014, glaube ich war das, es ist alles dokumentiert, hat es trotz zigfacher, auch schriftlicher Urgenzen bei der BH über dieses Betretungsverbot bei meiner schwer kranken, pflegebedürftigen Frau, dass es hier konkrete Brandgefahr gibt, hat es am 16.05. tatsächlich dann einen, sage ich einmal, Brand gegeben. Gott sei Dank waren wir ja vor Ort. Und Gott sei Dank waren auch die Bewohner vom Haus in einem Rauch, der schon im Hausgang stand und die Wohnungstür war nicht offen. Es riecht nach Feuer, es brennt, ja. Wird bis heute vertuscht. Unglaublich, oder? Und lustig heißt, die Bearbeiterin auf der BA Mödling heißt auch Frau Neunkirchner. Der wurden Faxe geschickt mit der konkreten Aussage meiner Frau, welche zwei Tage später wirklich nüchtern wurde, weil wir und einige Bekannte von mir uns darum gekümmert haben. Und hat diese ganze Anzeige sehr klar detailliert und widerrufen, weil sie das nie gesagt hat. So, das heißt eigentlich ist das Betretungsverbot durch schwere Nötigung der Polizei Mödling, in diesem Fall eben. Aber dasselbe hat sich in Neunkirchen abgespielt. Egal. Ich komme heute in den Posten Kreiskirchen und möchte neuerlich eine Anzeige erstatten. Es wurde eben im Februar in mein Geschäft eingebrochen. Ja, warum wollen Sie es anzeigen? Ja, weil bis heute nicht einmal eine Antwort da ist. Man behauptet sogar, man wüsste von nichts. Obwohl ich angerufen habe und gesagt habe, da sind zwei Leute vor Ort drinnen, die können Sie ja gleich mitnehmen. Und vielleicht auch Fingerabdrücke schauen. Glauben Sie im Ernst, ich stehe vor der Hütte und warte, bis die Einbrecher rauskommen? Aber es könnte sein, wenn ich jetzt echt schriftlich bekomme, dass wir in Österreich keinen Justizstaat haben, na dann muss man sich überlegen, ob man nicht wirklich sofort selbst eingreift. Ja, also wenn Sie ein Haus besitzen, Sie erschießen Ihren eigenen Sohn vielleicht, nicht? Schlimme Sache. Nein, wir sind ja echt nicht mehr ganz sauber, oder?
Liebe Österreicher, befreit euch aus einem Sklavenwesen, das ihr offensichtlich gar nicht mehr begriffen habt. Ihr steht in der Früh auf, geht's arbeiten, wollt Karriere machen, wollt Familie haben. Leider lässt sich das nicht mehr vereinbaren. Das lässt sich nicht mehr tunen, gell? Was sich da am Posten abgespielt hat, das war sehr lustig. Aber auch gleichzeitig skandalös. Nachdem ich dem sage, ich möchte diese Anzeige machen, weil eben bis heute nichts erfolgt ist, wie im Februar. Und dann die Frechheit, dass die Polizei behauptet, sie weiß von nichts. Jetzt machen wir einfach neuerlich die Anzeige und es gab ja Zeugen. Und ich habe das Telefonat auf Video auch. Anstatt hier Beweise zu organisieren, sagt mir dieser Beamte in Dreiskirchen, naja, das geht nicht. Das ist eine Sache von der Polizei in Kirchen. Aha, ja, aber ich kann in jedem Land, in jedem Bundesland, auf jeder Polizeistation eine Anzeige machen. Gell? Na, das ist nicht wahr. Aha, ich rufe meinen Anwalt an, erzähle ihm das, damit er vielleicht jetzt endlich begreift, worum es im Fall Lannecker in Wahrheit geht. Seit ich diesen Bundesbauskandal aufgezeigt habe, 1996, der größte Skandal der Republik, was Steuergeldmissbrauch betrifft, sowieso Bautenwesen, nicht? Bundesbau, BIC und wie sie alle heißen, geheißen haben, heute heißt es IMB, Immobilien des Bundes, gehört ja auch Dreiskirchen dazu. Nur Bund heißt das Volk, also grundsätzlich wäre es so, dass das Schloss Belvedere oder alle Bundesgebäude eigentlich gemeinschaftlich jedem Österreicher gehören. Ja? Muss man halt durch so viel Einwohner dividieren und so viel Prozentanteil gehört eigentlich dem Österreicher. Deswegen wird es ja saniert oder auch nicht saniert mit öffentlichen Geldern und die zahlen sie ja, wenn sie arbeiten und Steuern bezahlen. Nur ich bin schon der Meinung, liebe Österreicher, lassen Sie sich noch 30 Jahre durch wirklich undurchsichtigste Geldmachenschaften in höchsten Kreisen und Ebenen Ihr Steuergeld abziehen. Und ich sage es ganz ehrlich, also eine anständige Politik hätte in Österreich niemals solche Zustände zugelassen. Alles, was hier an Chaos oder Problemen entsteht, entsteht durch eine Regierung, die einfach nicht handelt. Und hier hätten wir schon lang Handlungsbedarf, nämlich auch, wenn es sein muss, Kollegen und Ministerkollegen aus ihrem Sessel zu entfernen, weil sie einfach diesem Amt nicht entsprechen. Es gibt nichts Schlimmeres als Verbrechen auf Steuerkosten. Eine Mafia tut sich privat finanzieren. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als mit Steuergeldern Missbrauch zu betreiben. Und das würde jede Demokratie untergraben. Es würde ihr grundsätzlich widersprechen. Fakt ist, es wurde heute keine Anzeige entgegengenommen. Das Telefonat mit meinem Anwalt endete dann so, dass der Polizist auflegt und sagt, das ist aber schon ein Trottel. Ja, vielleicht hat jetzt der Herr Dr. S. Mut genug, sich auch selbst an die Justiz jetzt zu wenden, weil das ist keine Vorgehensweise. Dann wenden wir uns halt an die zweite Instanz und das ist das Justizministerium. Obwohl es ja natürlich die Polizei gibt, dann gibt es die Ombudsstelle der Polizei, ist ja auch die Polizei, und dann gibt es als obersten Chef der Polizei die Ministerin für Inneres. Minister für Inneres. Das wäre dann eigentlich schon die dritte Instanz, aber einer Behörde. Wenn diese aber versagt, an wen soll man sich wenden? Man kann ja nur über den Rechtsstaat urgieren, Einspruch machen, aufzeigen, anklagen. Aber wenn auch die Justiz selbst rein parteipolitische Ziele und Zwecke verfolgt, ist es nicht möglich, einen Rechtsstaat zu propagieren, Herr Brandstätter. Vielleicht fahren Sie zu viel Oldtimer, atmen zu viel Kohlenmonoxid und im Kopf da oben ist leider nicht genügend Sauerstoff. Ich mache Ihnen ganz konkret jetzt einen Vorwurf, nämlich den, ich habe Ihrer Sekretärin konkret mitgeteilt, so geht's nicht.
In einer E-Mail an den Herrn Eckert, Spezialsektion 4, Abteilung, keine Ahnung, oder was, 6. Er solle sich damit beschäftigen, nach einem halben Jahr hört man immer noch nichts. Was nennen Sie beschäftigen und ermitteln, wenn man nach einem halben Jahr noch immer keine Fakten auf den Tisch legt? Weil es hier gegen Michael Leitner geht, weil es hier gegen auch Posten-Polizeikommandanten geht und die konkret Verbrechen verüben und ihre sogenannten kleinen Untergeordneten vielleicht sogar nötigen, mitzumachen. Auch das ist in den Kirchen passiert und auf Video festgehalten. Ein Polizist, der im Suff mich attackiert, gell, in Uniform. Ich habe angerufen, weil ich gerade vom Hauseigentümer Jakobi, vom Alten, wirklich attackiert wurde. Auch das auf Video. Ich sage ja, ich würde ja alles, was ich sage, gar nicht selber glauben, weil es unglaublich ist, aber es gibt es halt auf Video. Liebe österreichische Bundesregierung, fast jedes Handy hat heute schon eine Videofunktion. Glauben Sie ernsthaft? Sie können nach der Masche arbeiten? Na, ein Video interessiert uns nicht. Das ist auch wurscht, ob Sie das ins Internet stellen. Nein, ich habe es ja alles vorher angezeigt. Ich habe auch schriftlich alles. Und heute haben wir den Beweis. Wir haben heute einfach den Beweis. Und Sie müssen sich vorstellen, ich habe dann meine Kamera ausgepackt am Posten, als der Mann dann mit meinem Anwalt spricht und dem dann urigste Sachen erklärt. Einem Anwalt erklärt der Polizist, dass ich keine Anzeige machen kann, darf, soll, will. Was? Noch einmal, meine Damen und Herren, Sie brauchen doch keine Angst haben. Das Volk in Österreich ist grundsätzlich schon so viel, dass es alles relativ selbst in der Hand hat. Und selbst wenn wir ein Jahr keine Regierung haben, bricht hier überhaupt keine Panik aus. Weil keine Regierung bedeutet ja nicht, dass wir keine Bürgermeister haben. Wir müssen halt die sozusagen jetzt ihre Verantwortung eben weiter ernst nehmen. Aber verzeihen Sie, ich kann von korrupten Ministern nicht erwarten, dass sie ein System verbessern. Oder wie sehen Sie das? Ja, ich spreche jetzt einfach an das Gewissen eines jeden Österreichers. Als ich gesehen habe, wie ich da drinnen stehe und sage, ich mache jetzt eine Anzeige gegen die Polizei in Neunkirchen. Bums, sind schon drei so junge da gewesen, eher Auto aus Neunkirchen vor dem Polizeikommissariat. Toll. Wenn es darum geht, Kollegen zu schützen, arbeiten die Herrschaften sowas von gezielt perfekt zusammen. Also ist ein Wunder. Wenn die auch so arbeiten würden in der Verfolgung von Kriminellen, dann hätten wir in Österreich keine Kriminellen. Alles, was der Herr Lanecker schon vor Jahren berichtet hat, ob das ist Baumafia-Geschichten aus dem Ostblock, speziell nach dem Ex-Jugoslawien-Krieg, wo ja österreichische Behörden null Papiere wirklich geprüft haben. Die haben ja jeden reingelassen. Wenn einer keinen Ausweis hat, hat er halt eine Kopie gehabt, er war Baumeister oder was, ja? Hat sich das ausgedruckt, keine Ahnung, man konnte nicht einmal vielleicht lesen. Und da war er halt in Österreich auch Baumeister. Man hat nicht einmal geschaut, ob der überhaupt befähigt ist. Man stellt doch einem Baumeister vielleicht nur drei fachspezifische Fragen und dann weiß man, ob dieser Baumeister ein Baumeister ist oder ob er das erfindet. Wir haben heute zig Millionen Schaden durch solche ominösen Fertigteilhausfirmen. Ich sage es noch einmal, in Österreich darf nur jemand an einem Auftrag öffentlich überhaupt, nur an einem Auftrag mitmachen, wenn seine Firma bereits seit 10 Jahren in Österreich wirklich besteht. Es geht hier gar nicht darum, dieses Wirtschaftssystem Europa ist eine einzige Lüge. Der Euro wurde ja schon eingeführt, bevor es eigentlich eine entsprechende Konsolidierung, bevor es eine Anpassung gab, was den Stundenlohn einzelner Länder betrifft, ja. Na klar, hey, wenn ich in der Tschechei 3 Euro für dieselbe Arbeit, was ich da 5 Euro kriege oder 10 oder 15, dann muss ich ja deppert sein, wenn ich im eigenen Land arbeite. Dann gehe ich natürlich nach Österreich. Man kommt jetzt nach 20 Jahren drauf, Wahnsinn, nicht Preisdumping. Leute, dafür haben wir doch eine Regierung gewählt, dafür haben wir Parlamentarier gewählt. Ich höre immer nur, ja, die Politik ist schuld. Ja, dann verstehe ich nicht, warum wir sie wählen.
Die kriegen ja monatlich ein Geld. Also die einzige Chance ist, liebe Österreicher, geht's gar nicht wählen. Ihr braucht es nicht einmal ungültig wählen. Wenn keine Stimmen zusammenkommen, ja, dann hat eine Partei keine Mandate und ist somit rechtlich aufgelöst. Sprich, es gibt keine gesetzlichen Parteiförderungen, und zwar so lange, bis diese Partei sich neu erfunden hat, was wahrscheinlich ja nur, das haben sie wahrscheinlich schon in der Schublade liegen. Ja? Das ist eine andere Sache. Nein, mir geht es darum, dass wir in Österreich wirklich als Volk insgesamt beschissen werden, schon seit Jahrzehnten, was den Umgang mit Steuergeldern betrifft. Ja, und ich reg mir auf, sie schulden mir 10 Jahre Verdienstentgang. Ich würde heute mit Sicherheit an jedem großen historischen Projekt in Österreich Objekt gearbeitet haben. Im Übrigen habe ich eines der letzten 2 gotischen Bildstöcke Wiens gerettet. Und sollte irgendeine Fachgruppe von Restauratoren kommen, ja, ihr seid ja genau die lieben Kollegen, die ja in diesem Verbrechersystem gut verdienen, oder? Natürlich, aber ich mache halt nicht mit. Ich bin trotzdem Restaurator, vielleicht bin ich nicht der Beste, aber zumindest eines ist sicher. Schaue ich mir alles an, das Preis-Leistungs-Verhältnis, dann darf ich sagen, bin ich einer der Besten. Und da brauche ich keine Nachweise mehr erbringen, weil die habe ich schon über 15 Jahre erbracht. Als die Stadt Wien anrief und sagte, Herr Lanecker, Sie sind der Zweite im Angebot damals gewesen. Wir haben ein Problem, wir zahlen gleich Penale und Ding, die Baustelle ist schon im Verzug. Und ich kam hin, nach einer Minute war das Problem gelöst, wo sich Architekten den Kopf zerbrachen. Aber ich denke, das ist doch die Pflicht eines Staatsbürgers. Für mich war das schön, weil ich ja gleichzeitig Geld verdiene, mein Know-how zur Verfügung stelle und gleichzeitig dem österreichischen Steuerzahler helfe, Geld zu sparen, was vielleicht in dem Fall nicht der Fall war, weil aufgrund gewisser Umstände wurde das Ganze sozusagen teurer, weil ja das Angebot schon ein Jahr vorher gemacht wurde und in der Zwischenzeit Materialkosten auch gestiegen sind. Vielleicht fällt es Ihnen auch auf in Österreich, ja. Die Lebensmittelpreise steigen horrend. Vergleichsweise zur EU sind wir schon irgendwie irre. Der Österreicher lässt sich das alles, der erträgt es, ich verstehe es nicht. Aber dann verstehe ich auch nicht, warum regt es euch auf, wenn ich auf der Straße gehe und über eine Bundesverbrecherregierung rede und ihnen wirklich öffentlich kundtue, dass es nicht sein kann, dass Sie, liebe Österreicher, nach 30 Jahren noch immer eine Bundes-ÖVP, eine Bundes-SPÖ, eine Bundes-FPÖ, eine Bundes-BZÖ, gibt es die noch, weiß ich gar nicht mehr. Nein, die Regierungen, die wirklich die letzten 30 Jahre als Mehrheit im Parlament gesessen sind, die haben meines Erachtens nicht genug Widerstand geleistet, wenn es wirklich darum ging, Missbrauchsfälle, die durch diese Regierung entstanden sind, auch aufzuklären. Ich meine, hier hat jeder Parlamentarier die Pflicht und ich sehe hier nur einen Ausweg. Es kann nicht sein, dass wir Menschen, Österreicher, Staatsbürger und Steuerzahler wählen und diese Leute, die wir wählen, Versprechungen machen, die sie dann auch eh nicht halten, weil es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung, gell? Sie können als Politiker plauschen wie Münchhausen hoch 2 und es gibt keine Verpflichtung, ja? Aber lassen Sie sich jetzt wirklich so lange täuschen? Es ist einfach ungeheuerlich. Die Causa Lanecker gehört in den öffentlichen Rundfunk. Lieber ORF und liebe Medien, berichten Sie es endlich. Und es freut mich, das sind jetzt fast 1000 Klicks jeden Tag, die man auf Google jetzt hat. Und ich werde dafür sorgen. Und wenn es 1 Million sind, dann stelle ich das hinein, was ich Ihnen versprochen habe. Den Beweis, dass Sie als Behörden, als Verantwortliche, und als Täter
konkret alles getan haben, um Opfer und Geschädigte mundtot zu machen, sogar eben der Freiheit beraubt und deswegen noch einmal. Herr Justizminister Brandstätter, ich verlange, dass Sie diese Person als verantwortliche Ministerin, die ja damals groß, nachdem ich den Bürgermeister aus Neunkirchen anzeigen musste, weil er den Bauamtsleiter sprichwörtlich gemeint hat, er soll in den Bauakt 70 Seiten hineintun, was ich alles veröffentlicht habe. Das hat in einem Bauakt gar nichts verloren. Höchstens, wenn es mit dem Objekt oder der Sache selbst zu tun hat. Es hat aber nichts darin verloren, auch wenn der Herr Lanecker 10-mal behauptet, wir haben eine Regierung, die mit Nazi-like-Methoden arbeitet. Ist halt Fakt. Entschuldigung, kann ich nichts dafür. Ich habe halt ein bisschen Geschichte studiert. Ich habe Verhaltensweisen sehr gut studiert und beobachtet. Und ich sage es Ihnen ehrlich, also wenn ich in die Seele von Menschen schaue, was vielleicht ich tun kann, erschrecke ich schon immer mehr. Obwohl ich eigentlich nicht erschrecke, weil ist halt so. Aber ich sehe in den meisten Menschen wirklich Panik und Verzweiflung und Angst. Und diese Angst wird geschürt von einer Regierung, die bezahlt wird, damit wir keine Angst haben und ein schönes Leben führen können. Und deswegen, liebe Österreicher, möchte ich Sie echt bitten und auffordern, egal welche Wahlen in Zukunft anstehen, Sie dürfen nicht gültig wählen. Beenden Sie diese Proporz, diese Intriganten- und Freudentelwirtschaft. Beenden Sie endlich mit mir eine Ära, die wirklich nichts anderes zu tun hat, als dass sie ihr Steuergeld verwendet, um Missbrauch des Steuergeldes zu vertuschen. Habe ich das jetzt irgendwie gut erklärt? Liebe Leute vom ORF, haben Sie echt Angst, dass ich in einer Sendung auszucke? Na, ich nehme mir nur dann vielleicht so kleine Papierordner mit. Ja. Da gibt es ja auch so einen Fall Leifeisen und so. Ich nehme nur so 20 solche Ordner mit, werde dort dann, auch wenn es notwendig ist, die sind die Kamera halten, schriftliche Papiere, Volksanwaltschaft, Stadler, Strasser, lügt, Minister, behauptet Sachen, die es gibt, die gibt es gar nicht und verweist ja auf andere Dinge, wo Waffengewalt gegen meine Frau angewendet wurde, die ich bis dato gar nicht wusste. Herrschaften, ein Appell an alle, die in Österreich wirklich dazu beitragen wollen, dass sich in Österreich etwas verbessert. Dazu brauche ich aber keine Polizei. Das fängt bei jedem selber an. Nicht blöd zu grinsen, weil sich jemand zu Recht aufregt. Ja, jetzt spreche ich an diese nette Beamtin im Polizeiposten Dreiskirchen. Haben sie auf einmal alle Jalousien runtergelassen, wie ich die Kamera eingeschalten habe. So wie in Neunkirchen, ja. Ich komme dorthin, möchte eine Anzeige machen, weil es auch sehr akut war und gerade eine Person, nämlich meine Frau, mit Sicherheit in doch Lebensgefahr sich befunden hat und wieder mal nichts gemacht worden ist, hat man auch die Tür versperrt, die Jalousie runtergelassen und man hört im Hintergrund, ist alles auf Video, Neunkirchner, Säuferbazis. Traurig, es ist einfach echt traurig. Aber das ist eine Sache und das würde Sentimentalität bedeuten. Ich möchte hier sachlich und objektiv bleiben. Für mich zählen, erstens, so wie das auch sein sollte in einer Justiz, Fakten. Aber selbst wenn man Beweismittelanträge stellt, und das sage ich jetzt auch noch einmal an meinen Rechtsanwalt, habe ich das 100-mal erklärt. Der Fall ist so brutal, dass eben sogar im ORF einmal eine Sendung gelaufen ist, wie macht man das perfekte Verbrechen. Das ist aufgetaucht, nachdem ich ein Video veröffentlicht habe und eben darüber berichte, dass es doch nicht möglich ist, dass in Österreich gegen eine Person, egal ob ich oder wer anderer, dass einfach solche Dinge überhaupt geschehen können. Wenn das einmal passiert, sage ich, okay, haben wir gelernt, sowas darf nie wieder passieren.
Passiert zweimal, passiert dreimal, passiert jetzt über 10 Jahre immer wieder dasselbe Spiel. Und wir haben wirklich ein Problem. Und dieses Problem geht es jetzt an zu lösen. Und das Problem heißt nicht, wir können nicht. Das Problem heißt, dass die Verantwortlichen nicht wollen. Und wenn Verantwortliche nicht wollen, die ja gewählt wurden, damit sie ihre Verantwortung übernehmen, dann frage ich mich, ob sie diesen Posten überhaupt beziehen sollten. Und erwarten Sie noch einmal, liebe Österreicher, erwarten Sie nicht, dass in Österreich ja, ein Minister freiwillig seinen Sessel räumt. Der wechselt höchstens in ein anderes Ministerium. Um sich eine Ahnung, was da für Abfindungen sind, wenn ein Minister ein halbes Jahr im Amt ist. Was es da für Pensionsbezüge gibt und, und. Egal, ob der Minister, das würde mich nämlich auch noch interessieren, kriegt der Herr Ernst Strasser eine Ministerpension? Das hätte mich schon interessiert. Sie sehen, in Österreich liegt es wirklich im Argen, aber es gibt eine Lösung. Die Lösung heißt, nicht mehr wegschauen. Aufzeigen, aufstehen. Emotionen zeigen Österreicher. In jedem anderen Land seien 100.000 auf der Straße und demonstrieren vor den Ministerien. In Österreich, oh Gott, hat man sie alle erpresst? Ich kann mir das nicht vorstellen. Oder haben sie echt Angst, ihren Job zu verlieren? Ist das diese ORF-Propaganda, ja, dass man, wenn man im Facebook einen Account hat, dann findet man keine Arbeit mehr? Industrie zerstört Arbeitsplätze. Ja, eine Industrie, das kann schon sein, siedelt sich neu an. Ja, aber sicher nicht in Österreich, wenn die Produktionsstätte woanders billiger ist. Außer ich mache Geschenke und Zuckerln, die der Bevölkerung gar nicht mehr mitgeteilt werden, weil das ja unter der Hand rennt. Ob das jetzt ist in Umwidmungen von Gewerbegründen oder im Ackerland und das dann in Gewerbeland umgewidmet wird oder was auch immer. Ja, die Lösung heißt ganz einfach, wählen Sie den Herrn Langecker bei der nächsten Bundespräsidentenwahl. Und wissen Sie, ich würde dann als Hüter der Verfassung etwas anders vorgehen als der Herr Fischer. Ich würde mir sehr wohl zu Herzen nehmen, wenn es im Internet Veröffentlichungen gibt, in denen man über Korruption eines Ministers spricht, über schwere Verfehlungen. Und deswegen denke ich auch, dass der Herr Bundespräsident Fischer hier schon mehr als ein Machtwort zu sprechen hätte. Es steht ja dem Herrn Bundespräsidenten frei, selbst als Bürger eine Anzeige auch beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Denn in der Verfassung sind sämtliche Ministerpflichten auch geregelt. Wenn man sieht, dass Minister ihren Pflichten nicht nachkommen, muss man sie darauf aufmerksam machen. Und wenn die nicht gewillt sind, Missstände abzuschaffen, dann hat dieser Minister seinen Sessel zu räumen. Und noch schnell zum Parlament, dann haben wir 40 Minuten, das ist eh schon lang, gell? Puh, 40 Minuten zuhören. Niemand lässt sich gerne sagen, dass er 40 Jahre falsch gewählt hat oder einen falschen Weg gegangen ist. Puh, Verzeihung, ich bin nur ein bisschen erschöpft, weil durch die Pflege meiner Frau, das ist auch eine Sache für sich, gell? Die Pflegesache Österreich. Na, also, my dear ladies and gentlemen, I am still reporting about the crime inside Austrian government. It's unbelievable what happened today also. I have told that they have robbed my shop, my factory, my home in Neunkirchen in February. And I called the police there and two people were still inside. And now, half months later, they tell,
We didn't get any call. We don't know. The object was also in the newspaper as Horror House of Neunkirchen. More? A newspaper also was written that, and you can see it on my websites, I have published the picture of Minister Michael Leitner coming to Neunkirchen after I have told that the mayor of Neunkirchen, this Mr. Osterbauer, is absolutely corrupted. He is a real crime. She was coming there inside his hotel, yeah, in the hotel of the mayor himself, inviting all the citizens of Neunkirchen just to talk about their pain or their frightnesses, and if they want to talk to the minister self. Oh, Jesus. Ladies and gentlemen, we have to stop wrong economic systems. The systems on this planet since 30 years are corrupted. The system of bank is just like lucky fortune. And there is no guarantee for that they can pay what they tell. If they don't do a good speculation, they have lost. But if they have done a good speculation, now I'm telling you about the crime system. If you make profit, how can you make profit without taking it from others away? And now they have a problem, and they maybe have no work again. And then we have more problems in the whole economy. We don't need to talk about the big concerns, yeah, pay spies just to destroy other companies. How sick is this? And to those people who have really big money, please come to my project, be part of my project 2215. This project is a solution for to change the at the moment system step by step to a system what is working for the future longer time. We don't need to produce weapons. We will produce machines, caterpillar, for to build new cities where the living is very cheap, where the electricity is free, where the water and all the system is a circle. And this is what we can really do now, in the 21st century. We are talking like we are not able. Thank you very much, my dear ladies and gentlemen. Stay tuned on my channel. I will now put this video on YouTube and give it to Google and Facebook. I please you to help me to get also an international media station for to report my personal chaos. It is not possible for me here in my country to go for a serious judgment on the happen. The justice himself is still the problem himself. Thank you very much. You can call me under numbers, it's in web. You can send me emails. And thank you very much for the supports up to this time. Goodbye. Also, liebe Österreicher, Sie können mir auch gerne ein E-Mail schicken. Die E-Mail-Adressen finden Sie im Internet. Auf allen Webseiten. Sollten Sie irgendwelche Webseiten finden, wo Sie nicht sofort auf eine andere Webseite von mir, wo Sie auch wirklich ein Video sehen, wo ich selbst über diese Verbrechen spreche, dann können Sie annehmen, dass diese Webseite nicht von mir ist. Aber ich wiederhole es noch einmal. Liebe Österreicher, die einzige Chance, einem Politiker jetzt zu erklären, dass er nicht machen kann, was er will, und ich meine jetzt gar nicht einmal Politiker an sich, sondern Regierungsmitglieder, die offensichtlich nach dem Wahn leben. Ich bin am obersten Hebel der Macht und ich heble alle aus.
Das kann es nicht sein, das hat mit Demokratie leider nichts zu tun. Und ich mache den Vorwurf wirklich öffentlich. Sie schädigen alle Kinder Österreichs seit über 30 Jahren durch ihre Unfähigkeit, durch ihr Stillstand, durch ihr Weiterpropagieren und weiter Aufrechterhalten von korrupten Finanzsystemen. Und die andere Frage noch nebenbei, wer ist jetzt echt zuständig in Österreich für EU-Förderungen? Ich habe mir gedacht, jeder Bürger in Österreich kann bei der EU ansuchen um Förderungen. Ich zum Beispiel möchte für mein Projekt, wo ich wirklich eine Lösung habe, die generell eben eine wirtschaftliche Grundstruktur bedeutet und ich damit eigentlich schon auch in Zukunft den Flüchtlingsstrom ja schon ganz verhindern kann. Wieso gehen wir nicht her und bauen sofort eben von der Waffenindustrie? Wir kaufen die Bagger statt die Panzer von derselben Fabrik. Der Eigentümer dieser Panzerfabrik wird sich freuen. Er kriegt eh sein Geld. Und glauben Sie es mir, der Eigentümer und die möglicherweise Aktionäre eines solchen Konzerns, die wollen einfach nur ihre Dividenden und ihren Gewinn. Dem ist doch wurscht, ob er jetzt einen Panzer ausliefert oder einen Caterpillar, mit dem man Häuser bauen kann oder eben Ruinen abreißt. Verstehen Sie, auf was ich hinaus will? Hier wird von großem Kopf... Ich finde ja gar keinen Ausdruck, wie man sich eigentlich als Politiker bezeichnet oder als österreichischer Minister, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und das dann auch noch verbal hinüberbringen muss dem Volk. Also das heißt, jetzt verstehe ich schon viel. Und der Treibhauseffekt auf dieser Welt ist sicher mit verursacht von dieser heißen Luft von großen Regierungen. Da bin ich voll überzeugt. Ja? Auch wie wir... Nochmal, ich sage sogar, es sind nicht alle Dinge schlecht. Es gibt Dinge und Errungenschaften, die sind sehr toll, sehr gut, die kann man ausbauen, die kann man kombinieren und dann hat man ein perfektes, gut funktionierendes System. Wir haben ein System, wo wir Gesetze machen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, wie wir mit dem Kriminellen umgehen, wie wir eben Kriminalitäten und eben Gesetze schaffen, um zu verbieten. Es ist viel einfacher. Wir müssen Grundlagen schaffen, dass es einem jeden Menschen sichtlich ja, besser geht, wenn er anständig ist. Ja, das heißt, eine Firma belohne ich, wenn sie eben nicht nach einem Jahr zusperrt, den Namen wechselt und im Grunde genommen ist es ein und dieselbe Firma. Speziell im Bauwesen ist das der Fall. Gell? Ich schätze mal, pro Jahr sind in Österreich mindestens 4.000 solche Firmen Neuanmeldungen, das ja keine Neuanmeldungen sind, sondern Ummeldungen, weil bereits gegen den Vorgänger schon Konkursverfahren laufen und die sich dann irgendwie aus dem Verkehr machen. Nicht? Wer nicht mehr da ist, kann nicht belangt werden nach diesem Motto. Gell? Nein. Es entsteht ein Volkswirtschaftsschaden von Hunderten Millionen Euro, alleine durch das, was hier im Hausbau privat oder eben auch auf Bundesebenen passiert, dieses Intriganten und Bevorzugen eigentlich der Freunde, das muss beendet werden. Es bleibt viel mehr Geld in den Töpfen, wenn wir uns endlich dazu entschließen, und das ist jetzt mein Vorschlag an eine gesunde Demokratie, ist es möglich, dass wir ins Parlament überhaupt Partei oder überparteiliche Menschen setzen. Beschlüsse und so weiter kann man ja dann irgendwie durch Parteien machen. Ja, die haben Ideen, das bringt man dann im Parlament ein. Und das Parlament bestimmt dann und stimmt ihm zu oder stimmt eben nicht zu. Aber solange wir nach einem Mehrheitsprinzip, das ja schon von vornherein, von oben her diktiert wird, was für eine freie Entscheidung bleibt hier? Ich bin sogar der Meinung, dass wir ja hier eine eigene Bankreihe aufmachen im österreichischen Parlament und dort für mindestens gleich viele Erwachsene gleich viele Plätze für Kinder machen und zwar im Alter von 8 bis 16,
glaube, da kann man dann wählen, nicht? Ab 16, da könnten Sie schon als erwachsener Parlamentarier drin sitzen. Aber eben, wie kann ich Anliegen der Bevölkerung wahrnehmen, wenn sie ja in einem Parlamentsausschuss gar nicht diskutiert werden oder eigentlich, weil es dann gegen eigene Sachen und Interessen geht, ja, dann tue ich es ja nicht durchsetzen. Verstehe ich schon alles, aber das ist ja widerwärtig. Das hat ja nichts mit Demokratie zu tun. Da hinten um See eine Büste von einem Mann, in dem Fall der Lenin. Ja, nicht alles, was auf der Welt ist, ist schlecht. Aber gehen wir jetzt her, nehmen wir unser Know-how, unser Wissen und tun dieses Wissen endlich, ja, gemeinsam auf einem Planeten, da oben ist er eh, da oben die Erde, ein Planet für alle Menschen, was ich heute hier, auf Deutsch gesagt, sage ich es jetzt ordinär, einen fahren lassen, hat das natürlich eine Auswirkung. Und ja, das kann sehr wohl irgendwann mit dazu beitragen, dass ein Wirbelsturm irgendwo anders auf dem Planeten auftaucht. Das sind Zusammenhänge, die uns einfach zeigen sollen, dass wir nicht da oben einbohren können, bing, ja, und dann haben wir nur da einen Schaden, sondern dann ist einfach auf der ganzen Welt ein Problem. Worauf wir leben, ist eine Lebensform, ja. Die ist halt so groß, dass wir sie als solches gar nicht mehr erkennen und wahrnehmen. Aber glauben Sie mir, auch das ganze Universum, das hat auch einen geistigen Hintergrund, hat einen Sinn und hat einen Plan. Und es wäre anmaßend, wenn ein Mensch kommt und sagt, so ist das. Und zur Erinnerung, jeder Mensch, sobald er seine Augen aufmacht, sieht die Vergangenheit. Und sogar das Jetzt ist schon Vergangenheit, wenn man es sehr genau nimmt. Aber das sind Philosophien, die kann man machen, wenn alle anderen Dinge gelöst sind. My dear ladies and gentlemen, I am looking now for the real serious help on my project, for a serious help of media, international media, maybe international court, to judge Austrian government, ministers. I want to live like a free person. I want to live as a serious person, and I not allow any other terror, lies or crime, especially against my helpless wife. Thank you very much. This is Walter Laniker speaking from Austria, Vienna. Today, 21 July 2015, Tuesday. Thank you for your attention. And what more to say? It's terrible what the politicians are really doing.